Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Ich habe heute ein sehr, sehr leckeres Rezept für euch. Vor allem ist es wirklich super, super schnell zubereitet. Man kann es auch super vorbereiten. Ich zeige euch nämlich heute einen leckeren Bratapfel-Crumble. Wir starten jetzt los. Ich zeige euch zuerst die Zutaten und im Anschluss natürlich auch die Zubereitung. Für das Bratapfel-Crumble brauchen wir natürlich Äpfel. Ich empfehle euch hier eine leicht säuerliche Sorte, zum Beispiel Preburn, Elster oder Boskop. Ihr könnt natürlich auch eine andere, leicht säuerliche Apfelsorte verwenden. Außerdem benötigen wir Mehl, gemahlene Mandeln, Zimt, eine Vanilleschote. Alternativ könnt ihr natürlich auch Vanillearoma oder Vanilleextrakt verwenden, etwas Rumaroma. Dann benötigen wir noch braunen Zucker, eine Prise Salz, Walnüsse, kalte Butter und Marzipan. Ich starte mit den Vorbereitungen und hacke zuerst die Walnüsse in grobe Stücke. Anschließend halbiere ich die Vanilleschote und kratze mit dem Messerrücken das Mark heraus. Nun verrühre ich die Zutaten für das Crumble und gebe Mehl, Mandeln, den Zimt, die Prise Salz, das Mark der Vanilleschote, die kalte gewürfelte Butter, das Rumaroma und auch den braunen Zucker in eine Rührschüssel und verknete das Ganze mit den Händen, bis ich einen krümeligen Teig habe. Den Teig stelle ich nun in den Kühlschrank und schäle in der Zwischenzeit die Äpfel, entkerne sie und schneide sie in Würfel. Anschließend buttere ich eine Tartform aus. Hier könnt ihr eine Tartform, eine Auflaufform oder eine andere ofenbeständige Form verwenden. Hier gebe ich nun die Apfelwürfel drauf, die gehackten Walnüsse, das Marzipan, was ich einfach nur in kleine Stückchen zupfe, und natürlich den Crumble-Teig. Anschließend kommt das Bratapfel-Crumble in den vorgeheizten Backofen bei 160 Grad Umluft, etwa 30 bis 35 Minuten. Während der Abkühlzeit bereite ich schon mal die Vanillesoße zu und dazu benötige ich Milch, etwas Zucker, Eigelb, Speisestärke und auch hier das Mark einer Vanilleschote.
Die Zutaten gebe ich alle in einen Topf. Das Mark der Vanilleschote habe ich natürlich rausgekratzt, gebe dieses auch zusammen mit der ausgekratzten Vanilleschote in den Topf und anschließend auf den Herd, wo ich meine Vanillesoße erstmal verrühre und anschließend kurz aufkochen lasse. Fängt die Vanillesoße leicht an zu köcheln, nehmt ihr sie vom Herd, entfernt noch die Vanilleschote und lasst sie anschließend etwas auskühlen, bevor ihr sie zusammen mit dem leckeren Bratapfel-Crumble servieren könnt. Zum Nachlesen findet ihr das Rezept natürlich auf meinem Blog www.nicoleszuckerwerk.de. Den Link dorthin gibt es jetzt hier oben in der Infocard und ihr findet ihn natürlich auch hier unter dem Video in der Infobox. Klickt einfach auf Mehr anzeigen, dann öffnet sich die Infobox und da findet ihr alle Informationen, da findet ihr den Link zu meinem Shop, da findet ihr Produkte, die ich immer in den Videos verwende und natürlich auch den Direktlink zum Rezept. Bevor ihr mich jetzt mit Fragen löchert, ihr könnt das Marzipan natürlich weglassen. Wenn ihr es wirklich gar nicht mögt, dann lasst es einfach weg. Und ihr müsst es auch nicht ersetzen. Ihr könnt natürlich auch alternativ Rosinen reingeben. Aber wie gesagt, wenn ihr es nicht mögt, lasst es einfach weg. Genauso auch das Rumaroma, das könnt ihr super ersetzen, zum Beispiel durch Butter-Vanille-Aroma. Super vorbereiten lässt sich das Crumble auch. Ihr könnt das morgens vorbereiten oder vormittags, wenn ihr abends keine Zeit mehr habt. Und abends, bevor ihr es serviert, stellt ihr es einfach in den Ofen, denn lauwarm schmeckt es wirklich am allerbesten. Ich freue mich, dass ihr mir heute zugesehen habt. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.